Klingt, als würde der Detektiv den Joker eine Weile beschäftigt halten. Gut. Dann hat das Kätzchen mehr Zeit zum Spielen. Und was jetzt? Helfe ich der großen, starken Sahneschnitte oder helfe ich mir selbst, indem ich mir alles nehme, was Professor Strange in seinem Tresorraum hat? Ich weiß. Keine leichte Wahl, was? Was werde ich tun? Croc suchen und dazu bringen, ein Loch in den Tresorraum zu schlagen? Pinguin um etwas Sprengstoff bitten? Nein, zu stillos. Ich bevorzuge es, solchen Dingen eine weibliche Note zu geben. Bleib, wo du bist, Ivy. Ich komm dich jetzt holen. Willkommen ich zurück meine Sachen aus meinem Apartment zu holen. Let's Ohne Play. Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne Batman sie wäre ich nackt. Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City. Wir machen jetzt weiter mit Catwoman. Aber wie funktioniert das? Ach so. Okay, Stufenaufstieg. Wir können natürlich ja auch für... Ups, nein. Wo bin ich denn jetzt hier? Hier, für Catwoman gibt es hier natürlich auch Sachen. Wir machen mal den Kampfpanzer Version 1.0. Für Catwoman gibt es deutlich weniger. Aber immerhin gibt es für sie überhaupt was. Es gibt auch... Sie hat auch hier ihre eigenen Riddler-Trophäen. Ja. Verdammt. Okay, wir suchen dann, denke ich mal, gleichwohl Poison Ivy. Ja, das hier ist eine Riddler-Trophäe für Batman. Ach, hier waren wir sogar schon mal. Wo muss ich denn hin? Ach, hier, ich bin ja schon da. Gar nicht gemerkt. Wie sollen wir denn überhaupt rausfinden, wo sie lebt? Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und? Woher will er das wissen? Was fragst du mich das? Ich stelle seine Entscheidung nicht in Frage. Das solltest du auch nicht tun. Ich weiß. Wieso ist der auf einmal so verdammt? Was zum Teufel treibt die hier? So, will noch einer? Die können ja echt einfach gar nichts. Und der letzte. Ja, Apartment betreten. Schön, zu Hause zu sein. Fußangeln. Eine Antipersonenwaffe, die auf den Boden geworfen werden kann und jeden, der darüber läuft, bewegungsunfähig macht. Bolas. Eine Projektilwaffe, die eingesetzt wird, um Gegner umzustoßen. Benutze die Schnellfeuersteuerung, um während des Kampfes 3 Bolas einzusetzen, ohne dabei die Kombo zu verlieren. Okay, Selina, Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das. Die weiß gar nicht, was nachtragend heißt. Brich in Poison Ivys Versteck ein. Ich hab das gerade irgendwie doppelt gedrückt, obwohl ich nur einmal drücken kann. Catwoman! Was, wo? Ja, ich bin Catwoman. Versteck dich ruhig da oben. Wir kriegen dich trotzdem. Wegen euch bin ich eigentlich nicht hier. Arkham City wird der Ort sein, an dem du krepierst. Das glaube ich nicht. So, die schalten wir einfach einmal ganz kurz aus, geht ja schnell.
Wir kriegen ja mal wieder nichts hin. Oh ja, gut. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Die haben mich doch einmal getroffen. So. Ganz offensichtlich ist sie dort drin. Oh, schlecht. Na, was haben wir denn da, Feines? Seltsame, völlig fehlplatzierte Pflanzen. Check. Willenlose, hypnotisierte Handlanger. Check. Der ach so subtile Duft faulender Kürbisse. Check. Sieht aus, als hätte ich den Eingang zur Ivys Höhle gefunden. Neuer Plan. Wir durchsuchen den Raum nach dem Miststück. Sieh überall nach. Wir finden sie und wenn wir sie haben, ist sie erledigt. Was? Ich bin sicher, dass es von da kam. Okay, ich habe mir das anders vorgestellt. Gut, dann nehmen wir die. Zeig dich! Wo bist du? Wenn die nicht mehr hochgucken jetzt. So, das war einfach. Hier so, drüben, da verschwinde. Hier ist auch eine der Riddler-Trophäen, die ausschließlich für Catwoman da sind. Die hier, die roten oder die pinken. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall die. Hallo, Ivy, du bist du hier? Nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Hey, Pammy, ich habe eine Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Die sind doch auch nicht viel besser als die da draußen. Scheiß. Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Spuren werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wurde. War's das, Feuermelder? Ah, noch mehr. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, okay, die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Das ist der nächste Bank. Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Hat Catwoman den gerade geküsst? Ich glaube ja. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Schnell nach oben. Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir noch nicht fertig. Ah, da ist sie. Sie ist stur. Das muss ich ihr lassen. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? So, ich glaube mal, das sind hier die letzten. Aber hat mir irgendwie keinen Schaden gemacht. Ach, von hier kann ich die jetzt aber leider nicht mehr durchschmeißen. Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschopf. Niemals. Nicht schon wieder.
Du hast vielleicht Nerven, Selina. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer er ist, Schatzi. Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Ach komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran, doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu bringen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten. Du hörst von mir. Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch. Ich töte dich nicht. Ups. Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich. Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Okay, dann suchen wir jetzt mal die kälteste Stelle. Ja, das ist direkt mit Brettern zu. Bin auch gerade rausgeflogen. Und natürlich sind da direkt wieder Wachen. Ich höre ein Telefon. Kann schön liegen bleiben. Heute Nacht wirst du sterben. Okay, da kommt es doch einige mehr. Du hast recht, es ist Batman. Du wirst hier. Da hat er mich getroffen. Und das war auch sehr knapp. Ich nehm dich auseinander! Und der letzte. Ich würde gerne rangehen. Hallo, Batman. Kennst du meine Stimme noch? Victor Zsasz. Höchstpersönlich.
freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen. Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Okay, das war es. Hier muss es zu Frees Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle zu. Dass ich da nicht schon früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht schreiben wir uns schon bald E-Mails oder verabreden uns zu romantischen Essen. Es ist Batman! Die Fledermaus tritt die Jungs zu frei! So. Okay. Und ich mach das einfach schnell fertig. Du stirbst jetzt! Nein, hör auf, das zu machen. Kannst du mal aufhören damit? Hör doch auf, ich drück das doch gar nicht mehr. Jetzt hast du noch einen Schlag kassiert, toll. Das steck ich dir dahin, wo die Sonne nicht schafft. War ich zu langsam. Ah, neuer Stufenaufstieg. Wenn mich jemand hört, ich bin auf dem Dach des alten Gotham FM-Gebäudes. Ich glaube. Hier ist auch einer. Herr Tiger 5 an Zentrale. Haben Sichtkontakt zu einem Notleuchtsignal auf einem Dach im District East Arkham. Wie sollen wir vorgehen? Ignorieren. Vermutlich ist es Mr. Wayne, der seine Leute kontaktieren will. Es wird ihm nicht helfen. Er wird in Arkham City sterben. Okay, gucken wir hier nochmal. Ah, nee, jetzt für Catwoman wieder. Kugelsichere Panzerung. Warum ist der Mauszeiger hier? Dann gehen wir hier mal rein. Oh, was steht denn dort vorne? Den kennen wir doch noch. Überrascht, mich zu sehen, Batman? Ein bisschen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Pajasso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor du ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lass nicht zu, dass der Basura diese Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Ich helfe dir, aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht? Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter. Jeder von uns nimmt 6 und wir treffen uns hier. Jeder 6? Schön. Heute ist kein guter Tag, um mich anzulügen, Bane. Denk daran. Okay, das sind die Titanbehälter, alle. Da unten waren wir ja gerade. Okay. Gut, wir haben Bane gefunden. Kann ich mit dir hier nehmen? Ich muss alles haben. Arbeite mit Bane zusammen und vernichte alle Titanbehälter in Gotham City. Okay, dieser blöde Mauszeiger. Den gehen wir schon mal. Kann mir jemand helfen? Ups. Oh. Okay. Ach, dann machen wir noch kurz Air-Training hier oben. Erweitertes Realitätstraining. Das ist Nummer 3. Stopp. Online. Ja, okay, hör auf. Das hier ist Nummer 2. Yes. Erweitertes Realitätstraining online. Fortgeschrittenes. Erweitertes Also ist alles fortgeschritten, ja gut. Erweitertes Realitätstraining online. Na gut, dann machen wir das, auch wenn es nochmal, weiß ich gerade nicht mehr ist.
Aber ist ja direkt hier oben. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Okay, das ist ja einfach. Vergesst, was ich gesagt habe. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Nee, das ist einfach. Ich hab's noch nicht hinbekommen. Hab zu früh die Taste losgelassen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Verdammt! Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ich werde das noch hinkriegen. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ist vielleicht noch ein bisschen schwerer, als ich dachte. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Verdammt, erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ich komme da nicht weit genug runter. Und wenn ich dann weit genug runterkomme, dann bin ich zu weit unten. Aktiviert. Dann mache ich es einfach mal so. Okay, das... Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Okay, das war nicht schwer. Ich habe es noch falsch gemacht. So, Hauptmission, ich glaube mal, das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir im nächsten Part. Dann machen wir nochmal kurz das hier. Kann mir jemand helfen? Bitte, ich sitze im Norden auf dem Dach des Gotham FM-Gebäudes fest. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch verstecken. Woran hängt's? Es könnte. Siehst zu. Doch, zu lang dauern. Es könnte doch möglicherweise zu lang dauern. Ich baller ihre Köpfe weg, wenn sie versuchen rauszukommen. Ich glaube. Und was dann? Dann schnappen wir uns Freeze und schleifen ihn zum Joker. Ich beende jetzt hier erst mit dem Bart. Klingt nach einem Plan. Hat einer Zigaretten dabei? Dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht haben Pinguins Jungs welche dabei.